Hallo, Küken, damit recht herzlich willkommen auf unserem großen Kanal zum kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Global Pandemic. Ist, glaube ich, ein Zombie-Game? Zombie-Apokalypse? I don't know. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. I love you. I love you. So, wir gehen mal in die Settings. Visuals. Pass. Wie ich sagen kann, glaube ich, auf, oder? Haben wir auf? Ist es auf oder ab? Auf. Brauchen wir nicht viele View. Blumen. Müsste eigentlich alles passen. Controls. Use Crouch. Interact. Interact F. What? Reload R. Passt alles. Zurück. Und dann spielen wir mal die Kampagne. Play Story. Continue. Kampagne. Chapter 1. Coming soon. Play Story. Coming soon. Survival. Dann spielen wir mal Survival. Zombie Survival. Wir können also nur, der Rest kommt alles erst später. Wir können nur die Nacht der Zombies spielen. Nice. Nacht der Zombies. Warum steht die Überschrift in Deutsch und der Rest ist Englisch? Art at the beginning of 2020 Sentinel Corporation had come. Was? Es lädt. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Nacht der Zombies. Nice. So. What? Was ist das? Oh! Price bei Karabiner Bullet kaufen wir auf. Exit. Da kann man kaufen. Hier kann man kaufen. Ah, da kann man kaufen. Ah, ich kann auch die Waffe. Ah, nice. Was kann man hier kaufen? Oh, das ist ein bisschen Sniper sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe ja nur einen Karabiner, macht ja nichts. Da rennt doch einer rum. Aber cool, gefällt mir schon. Cooles Teil. Was kann man hier kaufen? Grenade. Hier kann man Granaten kaufen. Was ist das? Shotgun. Kostet uns 1200. Ist ja bescheuert. Aber sieht cool aus. Oh, ein Sturmgewehr. Das hätte ich mir holen sollen. Das kostet 1500. Ja, aber zombie-mäßig sehe ich noch nichts hier, ne? So zombie-mäßig sehe ich noch gar nichts hier. Wir juggeln mal. Da rollst du im Einsatz, ne? Wir warten auf die Zombie-Apokalypse. Oh, ist halt immer das finde ich ein bisschen kacke. Das, man läuft ja hier automatisch irgendjemand mal drüber. Darüber. Really? Jesus. Oh, Coins. Zombies. Was ist das? Mystery Box 950. Bullets. Ja, schon wieder irgendwo krabbeln. Die Leute. Die sind wahrscheinlich draußen irgendwo, oder? Ja, schauen, ob irgendjemand kommt am Fenster. Da
Vagina. Sehnen da unten. Ah, ich sehe ihn nicht. Von hier. Der will rein, aber er guckt nicht. Moment. Jetzt schuckeln wir mal andere Fenster, vielleicht kriege ich ihn dann. No? Shit. Der will auf jeden Fall mal rein, ne? Der ist schon einfach sicher. Aber wir lassen ihn da nicht rein. Aber wie gesagt, ist ja noch hier alles in Arbeit, dieses Spiel. Es könnte ein kleines bisschen mehr Action sein, muss ich mal ehrlich gestehen. Aber so macht's einen coolen Eindruck. Coole Grafik. Das gefällt mir. Die Grafik gefällt mir. Schade, dass ich ihn hier von hier nicht schnüppern kann. Dass ich ihn von hier nicht erwische. Aber ich komme ja auch nirgends raus. Warum komme ich hier nirgends raus? I want to go outside. Und hier komme ich nicht durch. Warum nicht? Habe ich eine Flashlight? What? Was haben wir jetzt gemacht? Da schießt er, ich habe da gar nichts gemacht. Was war denn das? Ich gehe mal wieder hoch. Und das kostet alles so viel Kohle hier. Stellst du 1500, wer hat denn so viel Kohle? Kein Zombie im Anmarsch? Ah, Mau hier. Ja, schwache Zombie-Apokalypse, oder? Muss man ehrlich sagen hier. Aber schon noch alles hier am Aufbau, sozusagen. Ne? Alles noch im Aufbau. Der Rossi verteidigt hier seine Hütte. Schade, dass man nicht rauskommt. Also es könnte ein bisschen mehr Action haben, muss man mal ehrlich sagen. Seien wir mal realistisch, ne? Draußen steht noch ein Zombie, der aber leider nicht rein will. Der will schon ganz am Rossi. Gute Frage, nächste Frage. Zombie! Komm doch. Wir haben ja die Mystery Box. Die kostet mich aber 905. Scar, Ammo, 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 Ammo. Alles nur Ammos. Round 1. Wie lange geht denn diese blöde Round 1 noch? Gibt's ja nicht, oder? Was habe ich da für eine? Ich habe hier gar kein Inventory. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für eine Waffe ich geholt habe. Karabiner. Was war denn das für eine Munition, wo ich da brauche? Und jetzt, ich hätte ihn reinlassen sollen, dass ich Coins bekomme. Da hinten steht auch nochmal einer. Oh, wir gehen die Schüsse, wir gehen die Munition so langsam aus. Oh, ist das ein Geziele. Ich warte mal, bis sie reinkommen, wenn sie schon reinkommen wollen. Dann sollen sie auch reinkommen. Steht er? Wegen den Coins, ich knall's draußen ab, ich vollhascht. 1, 2, Fragezeichen. Was? Terrorist? Wieso kommen jetzt Terroristen ins Spiel? Wäre euch das erlaubt? Also die Zombies sind ja schon ziemlich langsam, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Ich habe nur noch 10 Schuss. Wir haben, ich glaube, 50 Coins bekommt man, ne?
Ich brauche die Mystery Box. Oh no. L95. L95. Ist die Munition für die blöde Waffe. Wo ist die Mystery Box? Ich brauche Munition. Mystery Box. Archie Pocket. Bye. Ich habe was hab ich jetzt wieder für Munition gekauft? Rösti, du Volldepp, was hast du für Munition gekauft? Ich habe gedacht, das ist für meine Pistole. Hier rennen irgendwo Zombies rum. Oh ja, komm bei mich. Ich habe noch einen Schuss. Ich habe noch einen Schuss. Really? Really? M4, Ray, AK. Barrett? Ammo? Python? Sieh mir das? Bei? Auch nicht. Auch nicht. Was habe ich denn? Das ist ein Igel-Ammo. Was habe ich denn für eine Pistole? Bei. Exit. Ist auch eine falsche. Really? Ich bin tot. Was? Next page? Ah. Ihr seht ja, hier gibt es noch einiges, was rauskommt. Ihr könnt Survival spielen dann. Noch mehr. Ich denke mal, hier das in diesem komischen Ding ist ein bisschen arg mau. Wenn hier mal mehr Action ist, wird es auch interessant, wenn man eine Kampagne spielen kann. So am Terminal oder so. Oder hier im Labor. Nice. Also es wird mit Sicherheit viel Spaß machen. Und wenn hier noch ein bisschen dran gearbeitet wird, so ein bisschen kleiner Feinschliff, dann kann es ganz nett werden. Dieses Global Pandemic. Nice, nice, nice. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken, press the Hit-Button to subscribe. Ansonsten bleibt bitte gesund, genießt das Leben, aber passt bitte auf euch auf und übertreibt es nicht. Okidoki. In diesem Sinne, wir sagen schön mit Ö und Fingerdinger raus. Euer Sam Teddy, Dominion, der Rest der Rattelbande und der Rosti, der alte Sack. Thank you.